Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Wir sind im Jenseits, auch Sovngarde genannt. Links Kotlak vom Weißlauf, unser Schildbruder. Mehr oder weniger unser Gefährtenkumpel. Und dort Ulfric Stormmantel, den wir besiegt haben. Aber offensichtlich ist ja doch nicht richtige Erkenntnis, dass man hier ewigen Frieden findet, beziehungsweise die letzte Schlacht. Oh nein. Ey, ehrlich, nicht mal das hat Ulfric nicht mal das hat er verdient. Ja, scheiß Alduin. Hau ab. Ich nehme am besten einen Drachenfall, falls ich mal doch losschreien sollte. Dann knallt's ordentlich. Boah, das nenne ich meine Halle. Ja, man sollte eigentlich auch einen anderen Weg nehmen, aber ich habe den Weg genommen über den Berg hinab. Wer ist das? Was führt euch, kenn ich gar nicht. Wanderer zu Sovngarde, Ende der Seelen? Geschenk, Chance an geehrte Tote? Ich verfolge Alduin. Ne, wer seid ihr? Ich bin Zun, Schildtarne von Shor. Er ließ mich die Wahlknochenbrücke bewachen. Jene Seelen prüfen, deren heldenhaftes Ende sie hierher zu Shors erhabener Halle führte. Wo ein Willkommen wohlverdient auf jene wartet, die ich für würdig erkläre, sich dieser Gemeinschaft der Ehre anzuschließen. Ich verfolge Alduin, den Weltenfresser. Ein schicksalhafter Auftrag. Nicht wenige brannten darauf, dem Wurm entgegenzutreten, seit er an der Schwelle zu Sovngarde seine Seelenfalle aufgestellt hat. Doch Shor hat unseren wütenden Ansturm gehemmt. Vielleicht hat er in seiner tiefen Weisheit euren Untergang vorhergesehen. Ich verlange Eintritt in die Halle der Tapferkeit. Kein Schatten seid ihr, wie sie sonst hier vorüberziehen, sondern lebend wagt ihr euch ins Land der Toten. Mit welchem Recht begehrt ihr Einlass? Oh Gott, ich bin ja alles, ich bin Drachenblut, ich bin Gefährte. Ich bin Leiter der Akademie beim Recht der Plünderung. Ich sag eigentlich nur das Richtige, beim Recht der Geburt. Ich bin ein Drachenblut. Ach, es ist zu lange Zeit her, seit ich zuletzt einem vom Untergang getriebenen Drachenbluthelden ins Gesicht geblickt habe. Kann ich die Halle der Tapferkeit betreten? Lebend oder tot? Auf Befehl Shors darf niemand diese gefahrvolle Brücke überschreiten, bis ich ihn nach der Kriegerprüfung für würdig erkläre. Oh. Ach, du bist auch so einer. Warte mal. Na gut. Oh, ein Schlag. Ihr habt gut gekämpft. Ich erkläre euch für würdig. Bisschen. Boah, ist er groß. Seit zuletzt ein lebendes Wesen hier eingetreten ist. Möge Shors Gunst auf euch und euren Auftrag ruhen. Das ist ein Riese. Kein Wunder, er hat so wenig Schaden genommen.
Und da kann man mein Fuß rotav widerstanden. Das ist eine sehr große Brücke. Aber ich habe ihn tatsächlich gewonnen heute, das konnte ich schaffen. Ist das ein schwebender Stein hier? Die Halle der Toten. Ich bin gespannt, wie es da drin aussieht. Ja, wir sind ja prinzipiell jetzt in Sicherheit, weil Shaw über uns wacht. Hätten mich Aldyn angegriffen, ich hätte ihn wieder fertig gemacht. Na ja, gut, alleine ist ein bisschen schwierig. Huch. Ach. Nee, sieh mal an, wer es da ist. Seid willkommen, Drachenblut. Iskramon? Unsere Tür war leer, seit Alduin seine Seelenfalle hier aufgestellt hat. Auf Shors Befehl hin haben wir unsere Schwerter weggesteckt und sind nicht in den dunklen Nebel des Tals vorgedrungen. Doch drei erwarten euer Wort, um mit wildem Ungestüm den gefährlichen Feind zu bekämpfen. Gormleid der Furchtlose, frohen Herzens in die Schlacht ziehend. Hakon der Kühne, unbarmherziger Krieger. Und Feldir, der Alte, vorausschauend und grimmig. Die Namen sagen mir alle übrigens auch was. Oh, das sind Mietfässer da hinten. David Schwein, Alter. Ist das geil hier. Okay, wenn wir sterben sollen, dann gehen wir nach Zovengarde. Platzhalter! Die drei erwarten euer Wort, um mit wildem Ungestüm den gefährlichen Feind zu bekämpfen. Ja, ist gut. Weit seid ihr gereist und habt mancherlei Prüfung auf euch genommen, um von Zovengarde süßen Freuden zu kosten. Darf ich mich erstmal umschauen hier? Das ist geil. Ach, das sind die drei. Held von Zovengarde. Ist euch nach Speise oder endlosem Gesang? Kämpfen, trinken, gesetzt. Jorgen Windrufer. Das Schicksal treibt euch an, doch ihr folgt eurem eigenen Weg. Wählt mit Bedacht. Sonst lauft ihr dem Bösen in die Arme. Wir haben sein Horn gefunden. Auf Shors Befehl hin gebieten wir unserem Zorn Einhalt. Erlindir. Wir speisen und singen bis zum. Ich sage alle das Gleiche. Wer bist du? War wieder ein Held. Du bist wahrscheinlich auch ein Held, yo. Meine Anhänger wandeln noch auf dem schwierigen Pfad. Der Weg der Stimme ist weder breit noch einfach zu beschreiben. Endlich! Jetzt werden wir Alduins Untergang besiegeln. Sprecht nur das Wort. Held, Held, Held. Ist euch nach Speise oder endlosen Olaf Einauge? Ihr habt Zwacktiere befreit, ein wirklich lausiger Dichter. Aber seid ein ehrenhafter Alter. Meine Achtung verdient hat. Leider ist er jetzt im Seelenfallennebel verloren. Besiegt Alduin und wendet sein Verderben ab. Dann hoffe ich, ihn in dieser Halle als Freund zu begrüßen. Jetzt wissen wir ein bisschen zu heftig, ja? Vom Sound. Shors erhabener Sitz ist leer. Er strahlt zu hell für sterbliche Augen. Drachenblut, seid ihr gekommen, um Zovengarde endlich von Alduins verderbten Nebel zu befreien? Oh ja. Ich hebe den Becher, Drachenblut. Auf Tod und Ruhm! Begonnen, Drachentöter. Hilft den Helden Zovengardes Alduins Nebel zu bannen. Warum habe ich gerade was abgeschlossen? Sprich mit dem Helden. Ich bin zu weit weggegangen. Ich lade mal. Wir wollen doch nichts vergessen hier. Oder verpassen. Seid willkommen. Ja, ja, bla 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 bla
Jetzt werden wir Alduins Untergang besiegen. Sprecht nur das Wort und wir werden mit mutigen Herzen voranstürmen, um den Wurm niederzustrecken, wo immer er lauert. Endlosen Gesang, Kämpfen, Trinken, Aha. Geselligkeit und Strahlerei. Seid willkommen. Stürzen. Alduins Nebel ist mehr als eine Falle. Seine schattige Düsternis ist sein Schild und sein Mantel. Aber wenn wir vier Stimmen vereinen, können wir den Nebel wegblasen und ihn zum Kampf zwingen. Feldir spricht weise. Der Wildenfresser, der Feigling, fürchtet euch Drachenblut. Wir müssen seinen Nebel vertreiben, indem wir unsere Schreie vereinen. Das Drachenblüter. Und dann verzweifelt im Kampf gegen unsere schwarzgeflügelten Widersacher die Klingen ziehen. Auf in den Kampf, Freunde. Oh Gott. Willen ungebrochen. Gut, gehen wir ja Alduin jagen. Das hätten die aber besser timen können. Oder besser machen können. Weil so kriegt man fast nichts mit, wenn die immer da am Schreien sind. Ja, mit Schwertern kommt die ja nicht. Alduin wird in der Luft angreifen. Gut, wie ihr seht, wir haben drei andere Drachenblüter gefunden. Drachenblutblüter, Blutes, Drachenbluts. Am heutigen Tag ruhen Shaws Augen auf. La 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 la. Jo, jetzt bin ich hier. Können den Widersacher bei diesem Nebel nicht bekämpfen. Wolkenlose Himmel, bringt unsere Schreie zusammen. Soll ich? Ja gut, dann zauber ich. Geil. Ach, Arschloch. Ja, auch. Noch einmal. Hab ich doch. Noch einmal. Miteinander. Alduin ist stark. Das führt doch zu nix. Nimmt seine Stärke denn kein Ende? Ist unser Kampf vergebens? Bleib standhaft. Seine Stärke versiegt. Noch einmal und seine Macht ist gebrochen. Seine Macht zerbröckelt. Jetzt keine Atempause. Luchbako! Bezwinge Alduin. Schon wieder. Das endlose Warten weicht den Kampf. Da ist er. Steht zusammen, dann werden wir ihn besiegen. Elender Wurm. Und ob der Kampf gut ausgeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und vielleicht erfahren wir jetzt das Finale von Skyrim. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.